Die Rallye macht derzeit eine kleine Pause. Okay, so in der letzten Stunde, da zieht die Wall Street wieder ein bisschen nach oben. Der DAX stagniert weitgehend und das liegt vor allem am Abkommen zwischen Kanada und den USA, das ja bis Freitag zustande kommen muss. Das ist die Deadline und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und die ganze Geschichte ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Nicht nur, weil Kanada zweitgrößter Handelspartner der USA ist, sondern weil die Erzählung des Marktes so geht, der Trump hat jetzt mit dem Mexiko diese Vereinbarung getroffen. Wenn jetzt Kanada dazukommt, dann ist das doch der Beleg dafür, dass der nur spielen will, dass der dann doch letztendlich Deals macht und nicht den Handelskrieg eskalieren will. Und da steht wirklich in der Frage mit Kanada viel auf dem Spiel. Allein für die Kanadier zum Beispiel. Kanadas Exporte gehen zu 75%, also drei Viertel aller Exporte, die Kanada hat, gehen in die USA. Also steht vor allem besonders viel für Kanada auf dem Spiel. Aber es steht vor allem auch für jene Bundesstaaten in den USA, die republikanisch gesinnt sind und vorwiegend ländlich sind. Kansas etc., die haben einen sehr, sehr hohen Anteil am Handel mit Kanada und das ist jetzt genau der Punkt, um den es geht. Es muss die Bestätigung kommen bis Freitag, da ist ein bisschen Druck sozusagen in der Pipeline. Derzeit weilt ja die kanadische Außenministerin in Washington, wo sie mit Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, spricht, mit Robert Leiter, seitdem Handelsbeauftragten der USA. Und das Problem ist so ein bisschen offenkundig das Thema Milch, denn Kanada hatte sehr hohe Importzölle auf Importe, Milchimporte. Man will also die eigene Milchwirtschaft schützen und das wird wohl nicht so ganz einfach. Ansonsten aber wieder ein neues Allzeithoch beim Nasdaq, weil Morgan Stanley eine Kaufempfehlung gegeben hat, die Kursziele angehoben hat, sowohl für Amazon als auch für Google, also diese beiden Tech-Giganten, Tech-Schwergewichte. Und das zieht diese beiden Werte nach oben, zieht den ganzen Tech-Sektor nach oben, daher da die Stimmung wieder freundlich. Und das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass zum Beispiel bei einer Google, wenn man sich mal die Analysen anschaut, es gibt keine einzige Verkaufsempfehlung von Wall Street Analysten für Google. 91% aller Analysen sind Kaufempfehlungen, 9% halten, 0% Verkaufsempfehlungen. Und das vor dem Hintergrund, dass derzeit der Gegenwind eben für diese Tech-Giganten in den USA stärker wird. Nicht nur durch Donald Trump, der ja gesagt hat, da müssen wir rangehen, da müssen wir untersuchen. Da müssen wir was tun, weil angeblich Google und Konsorten eben die Republikaner benachteiligen, Trump benachteiligen bei den Suchen. Das ist das eine. Dann haben wir sicherlich auch ein schwierigeres Umfeld in Europa für Google und Co. Das dürfte sich früher oder später auch auswirken. Und wir haben jetzt auch in den USA selbst nochmal von der linken Seite, nämlich Bernie Sanders, der gesagt hat, hier die Konzerne wie Amazon, die behandeln ihre Arbeiter unwürdig, würden sie praktisch auf Kosten der Gesellschaft mit niedrigen Löhnen abspeisen. Und, also da ist einiges in der Mache. Aber das ist das Hauptthema, ist jetzt erstmal Kanada, das muss passieren, das muss kommen. Wir haben heute das US-BIP gesehen, 4,2% statt wie in der ersten Veröffentlichung 4,0%. Aber die Konsumausgaben der Amerikaner schwächer als erwartet und 70% der US-Wirtschaft ist Konsum. Und wir haben dann wieder die anstehenden Hausverkäufe gesehen, also neue Daten vom US-Immobilienmarkt mit dem 7. Rückgang in Folge zum Vorjahresmonat. Und manch ein Analyst sagt, das ist ein Zeichen von Stagflation, weil die Preise weiter steigen, zwar in gemäßigtem Tempo, aber eben sozusagen die Dinge nicht mehr wachsen, was die Verkäufe betrifft. Das ist sicherlich ein Punkt, auf den mehr und mehr zu achten sein wird. Die Fed hatte ja, wie Sie wissen, in ihrem Fed-Protokoll, in dem FOMC-Protokoll, das, nämlich den Immobilienmarkt in den USA, als Abwärtsrisiko benannt. Schauen wir uns die Chose doch mal in den Charts an, gucken uns an erstmal, was der DAX heute so veranstaltet, 12.559. Naja, in einer sehr, sehr engen Range braucht man nicht wahnsinnig viel sagen. Wir haben bisher nicht die 12.490 auf der Unterseite getestet, kommen aber auch nicht in Richtung 12.680, 12.700, nächster Widerstandsbereich. Schauen wir uns den Nasdaq an, deutlich spritziger unterwegs. Hier, wie gesagt, Google, Amazon, das sind die Favoriten heute an der Wall Street. Wir haben aus dem Einzelhandelssektor in den USA sehr, sehr schwache Zahlen bekommen. Da sind viele wie Under Armour, Dick's Sporting etc. Werte, die in den USA sehr, sehr bekannt sind, mit vor allem schlechteren Aussichten für das nächste Quartal. Also dieser Boom, der kurzfristig beim US-Einzelhandel der Fall war, der scheint sich schon wieder so ein bisschen zu verflüchtigen. Auch das vielleicht ein kleines Schwächezeichen der US-Konjunktur, die möglicherweise jetzt das Plateau erreicht hat mit diesen 4,2% Wachstum im zweiten Quartal. Viele Vorzieheffekte, weil,
und das ist das nächste Thema, eben viele Firmen noch bestellt haben aus China, sich gesagt haben, bevor die Zölle kommen, werden wir da was tun. Bis 6. September wird klar sein. Und das ist nochmal ein Punkt, der zu beachten sein wird, wie es jetzt mit den Zöllen weitergeht. Es sollen ja Zölle im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf chinesische Waren erhoben werden. Und die Grundfrage ist, werden es 10% oder werden es 25%? 25% werden dann schon ein richtiges Thema. Schauen wir uns den Nestlé Composite noch schnell an, der jetzt auch weiter steigt, 8.092. Wir sehen den Dow Jones 26.133. Man sieht jetzt in den letzten Minuten, da kommt so ein bisschen Kaufdruck wieder auf. Die anfänglich zögerliche Haltung, als die US-Indizes mehr oder weniger unverändert waren, die scheint jetzt beiseite gewischt zu werden. Wir sehen den S&P 500 deutlich über der 2900er Marke. Gestern ja erstmals diese runde Marke überwunden. Viele Analysten, viele Bankhäuser in den USA haben erstmal ein Kursziel von 3000 beim S&P 500. Und wir haben den Euro, der es wieder geschafft hat, über die 1,17er Marke zu steigen. Zwischenzeitlich heute Vormittag so ein bisschen Dollarstärke. Wir müssen auch natürlich sehen, der Euro ist jetzt 400 Pips mal eben gestiegen. Dass dann auch mal 50, 100 Pips was nach unten geht, wäre dann nicht so furchtbar erstaunlich. Wir sehen den Yuan auch ein bisschen wieder auf der schwächeren Seite, 6,82. Sehen die türkische Lira wieder unter Druck, 6,43. Es geht also wieder bergab für die Lira. Moody's hat heute 20 Finanzhäuser abgestuft in der Türkei. Dann JP Morgan mit der Schätzung, dass bis Mitte 2019 153 Milliarden Dollar an Auslandsschulden fällig werden. Und vor allem sind es private Institute, vor allem Banken, aber auch reguläre, normale Firmen, die hier betroffen sind, mit 150 Milliarden, nur 3 Milliarden der Staat. Also da ist vor allem eben das, die Achillesferse der Türkei ist die Dollarverschuldung von Firmen, von Banken und von Privatkonsumenten. Das ist das große Thema. Wir haben dann einen stark steigenden britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, nachdem EU-Chefunterhändler Barnier gesagt hat, ja, wir wollen ja eine Einigung erzielen mit den Briten. Wir werden ihnen einen Deal geben, der neu ist, der andersartig ist, der wahrscheinlich so weitreichend ist wie bisher mit keinem anderen Land. Aber wenn die Briten weiterhin Binnenzugang haben wollen hier in die EU, dann müssen sie sich eben an diese Regeln auch halten. Gleichwohl, das britische Pfund explodiert geradezu. Dollarindex weiter auf der schwachen Seite, 94,60. Was haben wir noch? Wir haben Gold, das wieder ein bisschen runterkommt, 1203, obwohl der Dollar jetzt nicht gerade wirklich stark ist, 14,71. Das Silber und wir haben heute die Lagerbestände gesehen für Öl. Aktuell WTI 69,23. 2,5 Millionen Barrel rückläufig, die Lagerbestände, das ist natürlich unterstützend. Zudem die Meldung, dass die Benzinnachfrage auf einem Allzeithoch ist, all das natürlich ein positiver Faktor, Brent bei 76,41 und wir haben Google, die weiter steigen, 1,262, wie gesagt, alle Analysten oder es gibt keine einzige Verkaufsempfehlung, der Gegenwind wird stärker. Darin sehe ich ein gewisses Ungleichgewicht, ebenso wie bei Amazon, die mir jetzt gerade hier entfleucht ist. Vielleicht kann ich sie noch retten. Da ist sie jetzt 1.969, Kursziel von Morgan Stanley 2.500, damit die höchste Schätzung an der Wall Street. Eben jene Morgan Stanley, die noch am 8. Juli war es, glaube ich, eine Verkaufsempfehlung gegeben hatte oder gesagt hatte, ja, da sind wir skeptisch für diese großen Tech-Werte wie Google und Amazon. Jetzt will man unbedingt einen Kauf empfehlen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das ist die aktuelle Lage. Ich hoffe, Sie haben jetzt nochmal einen schönen Feierabend. Hier in Hamburg ist das Wetter richtig gut. Woanders vielleicht schon nicht mehr. Da regnet es schon. Morgen soll das ja allgemein so werden. Aber genug über das Wetter. Ich wünsche das Allerbeste. Bis dann. Ciao.